Auto steht weiter oben. Ach, das ist mal wieder was für Kiff, ne? Ohne entdeckt zu werden. Ja, das ist auch für meinen Job auf jeden Fall. Machen wir doch glatt. Ach, wir haben doch 2 Stunden Zeit. Da wird es schon für die eine Mission reichen. Eben. Guck mal. Geh mal hin. Ich sitze so im Schneider. Ja, das passt ja sonst nicht. So, ich komme jetzt. Der Schein reicht auch. Das ist gut zu wissen. Das ist eine ganz wichtige Information. So. Granate fliegt. Leute. Ernsthaft? Voraus. Gut, das. Oh mein Gott, hier. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Granate fliegt. Und die Schafe sind auch gestorben. Meine steigt nicht mal aus. Das geht schon wieder gut los hier, das Video. Erstmal fliegen ein paar Autos in die Luft. So, okay. Ich habe geschrieben, sie wollte sterben. Eben. Genau, genau. Es wird Zeit zum Sterben, ja. Das haben wir dann auch wieder alle befolgt. Okay, gut. Ich war im falschen Spiel mit der Steuerung. Also kriegen wir hier legal. Ich muss mich auch erstmal wieder an die Steuerung jetzt hier. Naja, wir haben jetzt die ganze Weile nicht gespielt. Lief jetzt die ganze Weile bei mir Dead by Daylight. Ja, und bei mir ist halt seit Wochen 7 Days, ne? Genau, wir haben eine ganze Weile nicht miteinander gespielt. Nicht wirklich, ne? Ja, weil wir irgendwie nie wirklich einen gemeinsamen Zeitpunkt gefunden haben. Mal konnte der eine wegen der Arbeit nicht, mal konnte jemand wegen Krankheiten nicht und. Dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir das halt momentan erst ein bisschen nach hinten. Also wir spielen wirklich nur, wenn wir zu viert sind. Apropos nach hinten, ab in den Kofferraum. Ne? Ja, ist Zeit ist momentan bei mir auch etwas Ach, bei, ich hab Zeit. Also ich habe Zeit genug. Momentan. Ich habe momentan Frühschicht durchgehend, dann geht's eigentlich. Nächste Woche habe ich nur 2 Tage. Montag und Samstag. Wir haben es gleich, wenn wir jetzt hier fertig sind, dann geht's weiter an die Nähmaschine. An was? An die Nähmaschine. Nähmaschine. Also Masken nähen oder was? Ja, so bis Sonntag mal so knapp 50 Stück. Oh. Ja gut, wir haben sie jetzt auf der Arbeit ein Packen geschenkt bekommen, klein. Wir kriegen die momentan aus China. Da haben wir ein bisschen was Vorrat. Mit oder ohne Virus? Hoffentlich ohne. Sagen, nee. 6 Masken aus China. Gut mal. Nee, tatsächlich sind die steril eingepackt. Sag nein zu Rassismus. Nee, die sind tatsächlich steril eingepackt, also daher alles gut. Ist momentan auch bei uns alles Prioritätsware. Also das Zeug muss immer schnell aus dem Flieger raus und alles. Und dann schon direkt verladen werden. Eigentlich helfen wir momentan ein bisschen bei Amazon aus. Oder sagen wir, nein, momentan keine Schleichwerbung. Mit einem großen Paketlieferanten. Oder Versender oder wie auch immer. Einem großen Online-Handel. Ja, oder so, weil momentan schlichtweg was mit Passagieren zu tun ist, ist momentan durch die Corona-Krise nicht machbar. Ja. Wir dürfen. Ihr helft einem tropischen Online-Handel. Ja, mehr oder weniger. Ja, klar, die sitzen natürlich alle zu Hause, ne, und bestellen und wir kriegen es halt zu spüren momentan. Ich sollte nachher noch was bestellen. Kiff braucht Arbeit. Das wird nicht mit dem Flugzeug kommen. Nachdem woher es kommt, eigentlich nicht. Oh! Wir sind jetzt da. Hat Casitas Helfer vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Achso. So, ich habe gehört, wir stürmen einfach rein. Genau. Wir stürmen rein, ohne entdeckt zu werden. Ich melde mich, wenn wir uns hören. Ja, alles gut, also. Die Manzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. So. Bleibt außer Sicht. Setzt die Wanzen und weg. Werft nicht mal einen Schatten. So, kann ich ja... Drohne fliegt. Also wir dürfen die auch nicht töten, glaube ich, ne?
Nein, wir sollen gänzlich unbemerkt bleiben. Entschuldigung, das war ich. Falsche Taste, sorry. Das ist mir jetzt auch passiert. Also so viel zum... So viel zum Tee. So viel ja, tut mir leid. Wir sind aber noch nicht aufgeflogen. Nee, sie haben aber die Granate mitbekommen. Ja. Wie war das nochmal mit den Waffen? Scheint anscheinend in Bolivien öfter zu sein, Granaten, die einfach explodieren. Wo war das nochmal mit dem Wechsel von den Waffen? Dreieck. Wieso habe ich kein Schallschutzgewehr? Ah. Okay, alles gut. Da sind auch noch Fähigkeitspunkte zum Einsammeln, oh Gott. Darf ich den oben links schon mal wegschießen? Frage. So, nein. Dazu. Wir haben gerade gesagt, höchstwahrscheinlich dürfen wir die nicht töten. Ja gut, wenn man die... Weil der wäre... Okay, ja, alles gut, dann lasse ich die. Ich bin mir nicht sicher, ob man die töten. Ja, ich sag mal so, töten wahrscheinlich schon. Aber wir haben dann natürlich ein Problem, wenn die anderen den entdecken, haben wir die Arschkarte. Ja, er wäre gerade alleine gewesen. Das ist so wieder aus dem... Na, hier auf der Veranda ist auch einer, wo ich gerade liege. Warum liegst du nur auf der Veranda? Du sollst mit uns spielen. Also kaum die Sonne draußen, nur zack, auf die Veranda. Ja, eben. Beine im Pool. Soll ich den mal den erschießen, ja oder nein? Ja... Aber so noch ist ja nicht viel passiert, sonst testen wir es einfach. Und wenn's wird eh schief laufen, wenn es eh nicht beim ersten Mal schafft. Ja. Vor allem, wenn man daneben schießt aus 50 Kilometer Entfernung. Ja, das war übrigens ich. Ich sag ja. Ich lieg direkt daneben, nicht mal 10 Meter von ihm weg und kämpf so aus 100 Metern so, oh! Probieren wir's mal! Richtig, ohne Scharfschützengewehr! Es war ein Scharfschützengewehr. Ich hab aber einen Tick daneben geschossen, tatsächlich, weil auf seinen Kopf und in dem Moment zieht er weg. Hattest du einen Schalldämpfer? Hatte ich drauf, ja. Ja, hatte ich drauf. Hat sich das nur so angehört. Nee, alles gut. Aber so viel zum Thema, ne? Ich sag doch gerade, das werden wir nicht beim ersten Mal schaffen, das ist aber auch bei uns tatsächlich keine Seltenheit. Du machst echt gut Werbung für unsere Gruppe. Muss man sagen, ja? Immer. Eigentlich könnte ich dabei ja mal den Streamer machen, ne? Kannst du gerne machen, ja? Dann warte mal ganz kurz, bis der Stream gleich spielt. Also Leute, wenn ihr gutes Gameplay haben wollt, ne? Schaut euch ein anderes Video an. Also, Ritter, schaut es nicht bei uns. Ja gut, Gameplay, wie gesagt, wir sind auch kein... Ach, wir sind sowieso keine absoluten Pro-Gamer. Gottes Willen. Nicht? Nein. Natürlich. Wie man ja gerade gesehen hat. Aber sowas schon. Bei Daylight bin ich sogar zu blöd zum Campen. Ich hab ja momentan so ein bisschen Hass auf Taschenlampen. Und ich habe versucht zu campen gegen den, weil der mir irgendwann auf den Sack ging und trotzdem ist er mir entkommen. Naja, vor allem, ich habe auch immer so einen Hass gegen diese Taschenlampen gehabt, weil... Ich höre so nur Klickern und krieg denkt, boah, ich habe allein gehabt in einer Folge, da hat wirklich der eine oder selbe mir 4 oder 5 Mal ins Gesicht geleuchtet. Ich weiß, aber habe ich gesehen, die Folge. Ey, ich schwöre, ich hasse so Leute. Das geht mir. Nee, alles gut. Vor allem, wenn du es selber machst, natürlich gar nichts, null. Ich spiele tatsächlich keine Taschenlampe, weil ich weiß, also ich jetzt schon sagen kann, ich kann es nicht. Also ich kann keine. Na, also klettert er jetzt hier nicht hoch? Wo wir gerade bei nicht können sind. Warum sind wir überhaupt hier unten gespawnt? Das ist, also die Spawnpunkte sind schon mal, ne? Sind schon mal der Hammer in diesem Spiel. Ja. Ja, echt feierbar, wo man hier manchmal gespawnt wird. So mitten in den Klippen einfach irgendwo rein, bitteschön, hier macht mal. Also in Forest könnten wir jetzt da hochklettern ohne Probleme. Die werden aber hier, irgendwie will er das nicht. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach oben. Ja, ich versuche dir zu folgen. Also, ja, Betonung auf Versuche. Ich wollte sagen, die Betonung nicht auf Versuche. Ich habe mich sowieso wieder gleich irgendwo festglitschen. Frage ist, wie kommen wir hier runter? Hier hoch? Ach, ihr seid da ganz außen hoch. X. Schon klar. Das meine ich halt. War wieder so ellenweit entfernt, ne? Ja, ich versuche es gerade mal irgendwie die Straße da hinten lang zu gehen.
So. Das macht drei. Ich hab's mir auch geschafft, hier hochzukommen. Ist ja nicht zu fassen. Ich pack die Drohne aus. Ich glaube, ich muss mir gleich mal einen Energy-Drink holen. Ich muss nachher erst welche kaufen für morgen und für Sonntag. Ja, wir kommen hin, wir fahren eh noch hin zum Kaufladen. Das Gute ist, wir müssen nicht mal zu dir fahren zum Kaufladen. Wir haben ja hier jetzt selber einen. Mhm. Das ist, immer, ist auch gut. Ja, ich weiß, aber hier der ist... Wenigstens hast du da mal Klopapier gehabt. Kein einziger Laden, außer dann waren wir im Kaufland im neuen, da hatten die welche. Hatten welches. Auch bei uns gibt's jetzt auch wieder welches. Ja, das war die ersten Wochen, Monate, wo sie dann anfingen rumzuhamstern und so ein Scheiß. Das ging mir auch um den Sack. Weil kannst du Konserven... Ich frag mich immer noch Klopapier. So, Zombie-Invasionen, alles mögliche, was man gebrauchen könnte, Klopapier. Hauptsache, man kann kacken. Natürlich. Hallo, hier bleiben. Ich wollte fahren. Gewehr. Ich ein Auto fahren wird. Ich könnte mich jetzt hier in die Hütte schleichen, ohne dass mich einer sieht, ne, glaube ich. Warte, das ändere ich. Nein, alles gut. Ich versuch's mal eben, ja? Ich komme ein bisschen mit zu euch an die Nähe. Ich weiß nicht, ob ich hier an alle rankomme, an alle Punkte. Also wann schon? Also hier bei mir geht's auf jeden Fall nicht gut rein. Hier sind gleich mal drei richtig krasse Gangster mit Uzis. Also wann für Nummer 1 ist platziert? Mit Uzi. Leute, wir haben Besuch. Ich habe dir auf niemanden geschossen, keine Sorge, ich war's nicht. Weil das sind die Unidad, die plötzlich auf V über die Straße kamen. Also die wissen jetzt eh, dass wir ja, da sind. Das ist... Ich habe auf niemanden wirklich geschossen. Die kamen auf der Straße entlang und haben auf mich geschossen, wenn dem. Also nicht auf die Straße legen. So, ich war mit dem Auto hochgekommen und bin eigentlich nur da vorne gewesen, um reinzugucken. Also gut, okay, ja. Diesmal bin ich wirklich unschuldig dran. Ich hatte doch gedacht, okay, die fahren ohne Probleme an uns vorbei, aber irgendwie wollten sie dann doch nicht. Die nehmen es, glaube ich, immer noch übel, dass wir da bei denen von den Heli geklaut haben. Könnte sein, ja. Da bin ich mir gerade hochgekommen. Immer. So, da sind wir wieder. Warum ist bei dir da oben und nicht hier unten? Ach. Naja, zu viel zum Thema, ne? Das schaffen wir nicht beim ersten Mal. Wie gesagt, 2 Stunden haben wir ja Zeit. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich schon gerne ein bisschen mehr schaffen, also eine Mission. Ja. Wir haben sie ja noch nicht mal richtig angefangen. Wir sind immer ja, ich weiß, was du meinst. Wir sind noch nicht mal das Tor, wirklich das Tor. Sieht das Helfer vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Ja. Nichts Eindeutiges. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele wir... Meine Freundin ist echt fies. Seiner, wo sich der Assistent okay. Ich melde mich, wenn ja, die backt gerade Kuchen für ihre Geburtstagsfeier morgen und es riecht jetzt hier voll nach Backware. Und du darfst da... Und du kriegst kein Stück, ey? Nee, erst morgen. Oh, ich hab Hunger. Das ist ja blöd. Ich hab ja auch schon einen Cheesecake stehen. Okay, ich hätte 2 hier auf dem Visier, aber ich darf die nicht töten, weil der eine sieht wahrscheinlich den anderen. Am Haupteingang ist. Ich versuch da mal wieder reinzugehen. Wie gerade. Mhm. Einer von denen singt. Genau. So, du nicht singst. Warum steht er jetzt hier vorne? Hier, hau ab da. Soll ich den wegmachen? Ich weiß ja.
Dann müsste das eigentlich gehen. Tango getötet. Der hätte mich jetzt sonst gesehen. Ja. Aber jetzt sind wir irgendwie verdächtig, ne? Ja. Versuchen. Waren wir vorhin nach der Granate von Kev? Hier kommt einer. Der sollte wegfallen, Gläser. Wir sind gejagt. Na, okay, diesmal war es ich. Dann damit ist halt der Punkt mit dem, können wir die erschießen, auch geklärt. Wir müssen also wirklich gänzlich ohne irgendwas. Wenn die blöden Unidata gerade nicht gekommen, hätte ich ich hatte die zweite Wand schon platziert. Ja, alles klar. Scheiß Unidata hier. Vielleicht auch nicht gerade die schlauste Idee, die Mission bei Tag zu machen. So. Oh ja, wenn es so weitergeht, haben wir Nacht, ne? Aber in Real Life, ne? Ja, genau. So. Mensch, da ist aber jemand in der Saal. Ja, irgendwie. Hat keine Schnuppen, aber es ist der Heuschnupfen. Ich bin ja nicht hoch. Komm mal her hier. Okay, weiter geht die Reise. Ein neuer Versuch. Ich wollte mir mal einen Dienst ändern, meinen Titel. Da stand noch 7 Days. Stimmt nicht so richtig, ne? Nicht ganz. Wenn man die Zeit, die wir für die Mission brauchen werden, bedenkt, ich dann doch. Ich wollte eigentlich tatsächlich gerade sagen. Kommt auf an, wie du es definierst. Ich bin schon halt zu. So. Mal gucken, wo ich wieder hochkomme. Was geht wieder los? Ich hab hier eine Rotze. Ziel Nummer 2 da. Mein Platz. Drittes Ziel da. Wie das anhört, ne? Drittes Ziel. Ja, gut, 178 Meter, das ist ein Stück weit, ne, mit dem Scharfschutzgewehr. Ja, wie gesagt, schießen ist ja auch blöd. Ja, alles gut. Ich habe mich auch gerade auch zurück. Die stehen alle viel zu nah beieinander, als dass die das nicht bemerken würden. Hm. Ja. Wie gesagt, ich hab da gerade schon mal. Das erinnert mich tatsächlich gerade, wo wir nämlich beim GTA sprechen, Mann. Es gibt ja eine Mission in der Heist mit der Villa. Mhm. Das erinnert mich so gerade ein bisschen an diese Mission. Der muss jetzt hier nur noch kurz. Muss jetzt hier nur ums Eck bleiben. Bis der hier abhaut. Die Drohne ist unterwegs. Alle drohnenisieren hier. Genau. So. Jetzt geht er wieder auf die andere Seite. Jetzt könntest du rein. Genau. Das habe ich das gerade auch gemacht. Oha. Oder von Nummer 1? Nummer 2 ist auch platziert. Sehr gut. Letzte müssen betten, muss ins Bett. Pflanzen platziert.
So, die Wanzen sind platziert. Ich komme jetzt mal wieder zurück. Machen wir die Biege und verpissen uns von hier. Ja, fertig. Ich stehe jetzt wieder vorne auf der Ecke, ne? Warte. Ja, der steht noch da und guckt. Ja, aber ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich da genau jetzt hergehe, dann rennt er in die Richtung nach vorne. Also da, wo der eben stand, weißt du? Mhm. Warte. Jetzt ja, geht er in der Richtung. Genau das habe ich nicht. Oh. Irgendwer ist verdächtig. Ich bin schon aus dem Blickfeld gegangen. Bin schon weg. Ja. Das könnte ich gewesen sein. Ich bin aber auch direkt raus. Oh. Jetzt sieht er mich. Feind am Boden. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell abhauen. Ich musste ihn nämlich jetzt erschießen. Der hätte mich sonst. Der hat mich hinterm Tisch stehen sehen. Ich wollte nur einen Apfel haben. Ehrlich. Unglaublich. So. So. Und der letzte aus dem Kreis ist, dann sollte es das gewesen sein, ne? Jawohl. Der Assistent ist so beliebt wie eine Cheerleaderin, die die Pille nimmt. Wir haben mitgehört, als sein Gast erwähnt hat, wo er steckt. Ich schicke ihn jetzt seine Position. Danke. Verschwenden Sie keine Zeit. Erledigen Sie ihn und fertig. Alles klar. Nomad Ende. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste hier ein Kaninchen füttern mit deinem Helm. Ja, ich dachte mal, ich pack mich mal ein bisschen ein. So. So. Gibt's ja auch noch, normale Autos oder nur diese scheiß Transporter mit den Kisten drauf? Das sieht doch mal besser aus hier. Hier müssen wir doch eigentlich. Hier müssen wir doch eigentlich alle reinpassen. Die Hauptsache, das Auto hat einen Kofferraum für Yvonne. Genau. Ja. Sind nicht alle drin. Ja, passt. So. Teil 2 der Mission.